Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein neues Video zu unserer Playlist Sex ABC. Die beiden Begriffe, um die es heute geht, befinden sich in diesem Kästchen und wir schauen jetzt mal, was da für euch drin ist. Heute geht es um den Begriff GILF und den Begriff MILF. Beides sind Begriffe, die Abkürzungen sind und aus dem Englischen kommen. Mit MILF ist Mother I'd like to fuck gemeint und mit GILF Grandmother I'd like to fuck. Was diese beiden Worte genau bedeuten, warum man sie ein wenig vorsichtig verwenden sollte und was genau dahinter steckt, erklären wir euch in diesem Video. Also, nehmt euch ein bisschen Zeit, macht euch gemütlich und los geht's. Die beiden Begriffe MILF und GILF sind Abkürzungen, die aus dem Englischen kommen. MILF bedeutet Mother I'd like to fuck und GILF bedeutet Grandmother I'd like to fuck. Bekannt wurde die Thematik erstmals 1967 mit dem Film Die Reifeprüfung. Dafür wurde auch der Song Mrs. Robinson geschrieben, den ihr vielleicht kennt. Da geht es um die Beziehung der beiden fiktiven Charaktere. Und der tatsächliche Begriff MILF wurde dann erstmals richtig populär mit dem Film American Pie aus dem Jahr 1999. Bei dem Begriff MILF geht es darum, dass sich eine jüngere Person zu einer älteren Person, die eher im Alter der Mutter von FreundInnen ist, hingezogen fühlt. Der Grundgedanke dabei ist, dass man von einer reiferen, älteren Frau in sexueller Hinsicht etwas lernen kann. Auch wenn man jetzt denken könnte, dass der Begriff positiv besetzt ist, empfinden es die wenigsten Frauen als wirkliches Kompliment, als MILF bezeichnet zu werden. Man sollte den Begriff daher sehr vorsichtig verwenden. MILF ist außerdem eine Pornokategorie und steht für meist etwas ältere, reifere Frauen. Der Begriff GILF bezeichnet im Prinzip genau das Gleiche. Es geht dabei einfach um noch etwas ältere Frauen.